Kai Teams ist mittlerweile eine meiner wichtigsten Applikationen. Entsprechend ärgere ich mich dort immer, wenn ich ständig mit der Maus zwischen den verschiedenen Dingen wie Chat und Aktivitäten, was auch immer, hin und her klicken muss. Ich bin ein Tastaturmensch. Hast du mir mal ein paar Tipps, wie das schneller geht? Markus, gut, dass du fragst. Natürlich gibt es in Teams auch viele Tastenkombinationen, die uns das Leben erleichtern machen. Lass uns doch mal in Teams gehen und dann zeige ich dir ein paar Tastenkombinationen. Du bist jetzt momentan im Chat und möchtest vielleicht schnell auf die Dateien gehen. Jetzt drückst du einfach mal STRG und die 6 und du solltest bei den Dateien landen. Nimmst du STRG 1, kommst in die Aktivitäten rein. Also immer die Reihenfolge, die die Symbole haben. STRG und die 1, STRG und die 2 und so weiter. Und du springst einfach an die passenden Stellen hin und her. Was du auch machen kannst, ist, oberhalb von Aktivitäten gibt es zwei Pfeile, einen nach links und einen nach rechts. Wenn du da mal draufklickst, kannst du dort die verschiedenen Wege auswählen, wo du überall schon warst. Und wenn du mit der Maus im Moment drauf bleibst, kannst du einfach auswählen, wo du hingehen möchtest, zum Beispiel zu Allgemein und den Dateien oder zu dem Chat mit Dominik und schon bist du auch an den Stellen da. Das heißt, du kannst immer vor- und zurückblättern oder über die Tastenkombination STRG und die jeweilige Nummer 1 bis 0. Nein, 1 bis 9 kannst du an die einzelnen Positionen hinschreiben. Die Tastenkombination STRG 0 ist mit anderen Sachen belegt. Die setzt nämlich den Zoom in Teams auf 100%.